Ehre und herzlich willkommen zum 15. Video der Reihe Geschichtsstunde mit Red Wine Lover 17. Im letzten Video habe ich euch das russische Tier 3 Schlachtschiff Gangut vorgestellt. Heute gehen wir ein Tier höher und sehen uns die Pjotr Weliki an. Zunächst einmal das Wichtigste: Pjotr Weliki war kein echtes Schiff, sondern nur ein Papierschiff oder Entwurf. Gut, Leute, das war's dann für heute. Okay. Wir können aber natürlich auch die verbleibende Zeit des Videos nutzen, um uns diese Entwürfe anzuschauen. In der zweiten Hälfte des Jahres 1907 schlug der Generalstab der Imperialen Russischen Marine den Bau von 8 Schlachtschiffen und 4 Panzerkreuzern vor, um die Crossing-the-T-Taktik gegen feindliche Flotten besser nutzen zu können. Kurzer Exkurs: Was ist die Crossing-the-T-Taktik? Die Taktik wurde im späten 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts angewandt und beruht auf der Annahme, dass Schiffe auf den Seiten viele Geschütze zur Verfügung haben, vorne und hinten aber nur wenig Feuerkraft besitzen. Dabei gelingt es schnelleren Schiffen, die Fahrtrichtung der gegnerischen Flotte zu kreuzen und so einen Querstrich über ein T zu ziehen. Dadurch kann die eigene Flotte ihre gesamten Kanonen auf das führende Schiff der Gegner konzentrieren und auf weit mehr Geschütze setzen als die gegnerische Flotte. In-game funktioniert das Ganze nicht so. Es ist auch keine Simulation. Und dann noch die Frage: Gibt es einen deutschen Begriff für Crossing the T-Taktik? Nein, gibt es nicht. Deshalb haben wir es auch auf Englisch erklärt. Aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Die Pjotr Weliki war ja allerdings jetzt nicht als eines dieser 8 genannten Schlachtschiffe konzipiert, sondern eigentlich als Panzerkreuzer mit einer geplanten Geschwindigkeit von 25 Knoten und 8 305 mm Geschützen in 4 Türmen sowie 16 102 mm Geschützen als Sekundärbewaffnung. Wenn man sich jetzt die Ingame-Version des Schiffes anschaut, erreicht die Pjotr Weliki, oder Peter der Große im Deutschen, nur 23,9 Knoten, verfügt aber über 8 356 mm Hauptgeschütze und 20 130 mm Sekundärgeschütze. Nun gut, Wargaming hat also einen vorgeschlagenen Panzerkreuzer als Tier 4 Schlachtschiff verwendet und konnte nicht einmal die Werte richtig hinbekommen. Nun hier meine Erklärung dazu. Der Generalstab der Marine besuchte 1909 einige deutsche Werften und informierte sich über die brandneuen Schlachtkreuzer. Da die Russen von diesen deutschen Schlachtkreuzern begeistert waren, passten sie ihre Pläne also an, suchten nach größeren Kanonen und mehr Geschwindigkeit. Im August 1911 erhielten 6 russische und 17 ausländische Werften eine Einladung des Marineministeriums zur Teilnahme an der Ausschreibung, um den besten Entwurf für einen Panzerkreuzer für die Ostsee zu bauen. Der Sieger des Wettbewerbs war jedoch nicht der Pjotr-Entwurf, der von der deutschen Werft Blohm und Voss stammte. Stattdessen gewann eine russische Werft, die einige Jahre später mit dem Bau der Schlachtkreuzer der Borodino-Klasse, auch Ismail-Klasse genannt, begann. Die von der deutschen Werft Blohm und Voss entworfene Variante X des Projekts 707 sah jedoch ein charakteristisches Schiffslayout mit der Superfiring-Hauptbatterie-Anordnung, 8 356 mm Geschützen in 4 Türmen und 24 130 mm Sekundärgeschützen in Kasematten vor. Dies also ist der Entwurf, den Wargaming für die Pjotr Weliki verwendet hat. Wenn euch gefällt, was Wargaming hier gemacht hat, ist das völlig in Ordnung. Ich persönlich sehe keinen Sinn darin, vorgeschlagene Schiffe, Papierschiffe anderer Typen zu verwenden, vor allem wenn es genügend echte Schiffe gäbe, aus denen man wählen könnte. Aber ja, wie gesagt, Legends ist keine Simulation und die Pjotr Weliki aus dem Spiel ist wirklich ein großartiges Schiff und ja, wenn wir in der Tech-Tree-Linie dann bald weitergehen, werdet ihr auch weitere ähnliche Dinge finden. Für die Pjotr Weliki war es das jetzt bei uns allerdings. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal und lasst uns ein Like da. Wir melden uns demnächst natürlich mit weiteren Gameplay-Videos zurück und das nächste Schiff der russischen Schlachtschifflinie schaut auch bereits in den Startlöchern. Tier 5 Schlachtschiff Ismail oder besser Schlachtkreuzer der Ismail-Klasse oder noch besser Schlachtkreuzer der Borodino-Klasse. Bis bald und derre!